Mach doch kurz und zeig eure Videos. Moin. Folge 357 läuft. Viel Spaß. Ja, ist eine Lappalie, aber was willst du machen? Manchmal hat man was auf dem Auge. Ich bin ja schon froh, dass er wieder nach rechts fährt, ne? Die beiden fahren doch dabei rot, denn wenn wir rot haben an dieser Fußgängerampel, dann hat die andere Seite doch auch rot, oder was? Okay. Was zum... Alter, was für Ignoranten. Warum? Weil sie blöde sind. Hier, Tante Edith, meinen Prüfern ist aufgefallen, hier ist doch irgendwas faul. Die Ampel zeigt ja nur in unsere Richtung. Der Gegenverkehr hat gar keine Ampel von hier aus gesehen, direkt an diesem Fußgängerüberweg. Also muss das irgendwie eine ganz große Kreuzung sein mit Baustelle und die Autos fließen von irgendwoher ab, bis sie hier sind und so. Also versteht ihr, wie ich meine? Hier ist grundsätzlich irgendwas faul, den ganzen Clip können wir wegschmeißen, abgesehen davon, dass vor uns dieser weiße PKW halt doch über Rot gefahren ist. So. Warum sollte man sonst direkt auf die Mittelspur ziehen, obwohl nichts los ist? Das Hörbuch weiß aber auch Bescheid. Und demonstrativ direkt bis nach rechts rüberziehen. Aber ich bin mir sicher, er hat es trotzdem nicht kapiert. Wisst ihr, was in Deutschland verboten ist? Mit dem Fahrrad auf der Autobahn. Weißt du, was in Polen verboten ist? Mit dem Fahrrad auf der Autobahn, ja? Alter! Wie geil ist das denn? Von wo kommt der? Von vorne. Ist das jetzt ein Unfall? Wir halten da an, Paul steigt aus, geht mal zu dem LKW, aber er kommt wieder und sagt: Nee, war nix. Er hat geguckt. Ich hab gesagt, sonst hätte ich schon Dashcam drin. Oh oh, ein Auto will auf die Autobahn. Dritte Gang und Vollgas, ne? Wenn du nicht so viele PS hast, nicht so schlimm. Du musst Gas geben, du musst Gas geben, du musst Gas geben, du musst Gas geben, du musst Gas geben. Geht doch. Sie hat ihn gehört. War nicht perfekt, aber ging. Ja, wir sind in der USA, aber das ist doch hier keine Einbahnstraße. Warum fährst du auf beiden Spuren? Ach übrigens, da steht eine Kuh. Hier, Vollgas, Soda. Holy shit. Wo ist denn Kuh da? Ist denn fucking Kuh da? Fuck. Holy... Ich wollte es mal wieder sagen, die Folgen 1 bis 210, die sind nicht weg, die sind nur woanders. Auf dem Kanal Eure Videos vernünftig Archiv. Da musst du reingucken. Viel Spaß da. Ginger und Konsorten oder wer auch immer da im Auto sitzt, die sind gerade losgefahren und habt das schon gemerkt? Jetzt sind wir mal in einem Auto, wo kein Licht läuft. Ne? Also einfach mal vergessen. Inversiv ist in fortgeschritten. Du sollst das Licht anmachen. Was lachst du so? Ja, weil der da so gedreht hat, ey. Mann. Danke. Wir wollen auf die Autobahn, aber guckt euch mal das Auto da vorne an. Also sowas Krankes. Du steig ins Gas, wenn du auf eine Autobahn auffährst. Das schaut er dir nach. Ja. Hast du das gesehen? Ja. Verrückt. Geisteskrank, wenn da eine Kumpel war, hätte ihn komplett angeschossen. Das war ein Video für den Dashcam-Kanal. Handy schauen. Ja. Direkt auf die rechte Spur. Wenn da ein LKW kommt mit einem 100er, der ist weg. Fenster.
Die Daten der Dashcam habe ich weggeschnitten, denn wir müssen da hinten dem Roten und dem Schwarzen in den Arsch gucken. Vor allem dem Roten. Wir fahren die ganze Zeit ungefähr 125. Da will ich dann aber auch sagen. Oh Leute, Schulterblick! Schulter, 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 Schulterblick! Ich weiß schon, was Sascha sagen würde. Schulterblick! Schulter, 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 Schulterblick! Das ist der Typ aus dem Channel. Ja, ja. Aber der Typ konnte seine Schulter nicht mehr bewegen. Nicht? Nein. Der sah so aus, als kann er seine Schulter seit 20 Jahren nicht mehr bewegen. Okay. Für solche Fälle gibt es dann natürlich so eine kleinen Extra-Spiegel, die man sich an den Spiegel ranschnallt. Damit kann man den toten Winkel dann überwachen. In dieser Ecke hier ist 70. Ich gehe davon aus, die fahren wir auch. Junge, was ist das mit? Ja, aber Lutz, du musst doch 2 Meter Abstand einhalten. Wie du das machst, ist doch egal. Hast du denn nicht riechen können, dass sie da gleich um die Ecke geschossen kommen? Ihr seid doch nicht mehr ganz dicht oder was, ihr kleinen Alter. Die beiden fahren einem so vor die Karre, man fährt die um und man hat noch wochenlang Albträume, vielleicht auch jahrelang, kommt da gar nicht wieder durch, kann nicht mehr Arbeit gehen, ist Hartz-IV-Empfänger, wegen euch beiden. Ach, er hat ja die richtigen Worte schon gesagt. Habt ihr keinen Verstand? Wie Rehe, die rennen auch einfach so los. Was ist los mit euch? Das Beste ist, wenn du mit dem LKW auf der mittleren Spur fährst und du willst jetzt wieder nach rechts, es ist aber gerade eine Auffahrt da gewesen, das Beste ist, du wartest lieber erst nochmal so ein Momentchen ab, weil du kannst halt doch nicht auf 2 Spuren gucken, weißt du? Da ganz rechts die Auffahrt, die ist ja 2 Spuren weg. Da kannst du nach rechts einfach nicht hingucken. Ui, Leute, mach das doch nicht. Ich brauche ja gar nichts sagen, Daniel hat einen weisen Beifahrer dabei, wer auch immer das ist, ich weiß es nicht. Aber ich brauche hier nichts weiter zu sagen, das regelt sich von alleine. Hey, bleibst da! Du bleibst hinter mir, ey. Rechts vorbei kannst du mal sowas von knicken, mach ey. Mach du kurz und zeig. Ach, nix da. Ich lass Leute nicht einfach rechts vorbeifahren. Was soll denn der Scheiß? Mach ich doch auch nicht. Bloß weil ich eine etwas Lücke gelassen hab. Nein, ich lass keine Lücke für rechts vorbeifahrer. Das ist richtig, wenn ich weiß. Wenn der falsch reagiert, haben wir einen Unfall. Genau so nämlich. Ja, da habe ich eventuell gerade doof reagiert, aber... Aber er schrieb dann in seiner E-Mail, die ja nun eine ganze Zeit später war, es war saudumm von ihm. Ich sehe es wie gesagt nicht ein, einen, der frech rechts vorbeizieht, vor mir reinzulassen. Deswegen lasse ich quasi immer keinen Abstand in solchen Kolonnen, weil es mir so auf den Sack geht, wenn Leute das machen. Aber gerade keinen Abstand in solchen Kolonnen ist das Allerschlimmste, weil der erste bremst ein bisschen, der zweite mehr, der dritte noch mehr. Das baut sich nach hinten auf, die letzten müssen rückwärts fahren. Und dann hast du wieder Auffahrunfälle. Was? Was steht da? Wisst ihr, warum ihr das nicht lesen könnt? Wir sind in Serbien. Schöne Grüße. Wusch, um den geht's hier. Der hat ja wohl so richtig den Fisch im Arsch. Der muss mal wirklich dringendst kacken. Hier, guck, Alter. Unser Einsender möchte hier links abbiegen. Links ist diese Häuserwand. Na, ja, blöd, kannst du halt nicht hingucken. Aber zum Glück haben sie da gegenüber einen Spiegel hingestellt. Und wenn du da reinguckst, dann siehst du, was Phase ist. Aber wenn ihr darauf achtet, sobald die Autos aus dem Spiegel rausgefahren sind, dauert es eine ganze Weile, bis sie hier sind. Es ist also ein relativ großer toter Winkel da. Der Notruf wird aufgebaut. Wie diese Affen da in der Frittenbude einfach mal überhaupt nicht reagieren. Ne? Kurz an den Kopf fassen und oh mein Gott, vielleicht könnte das Auto uns überfahren und dann, ach nee, hat es ja nicht. Und dann setzen sie sich alle wieder bequem hin. Wieso steht denn da keiner auf? Ja, es sind nur 3 Sekunden vergangen oder so, aber, hallo?
Ja, wollt ihr nicht mal gerade gucken kommen, was hier los ist oder was? Ob es den Leuten gut geht? Aber ihr habt Mittagspause, ne? Ach, verstehe ich. Die Currywurst wird kalt und so. Ja, komm, alles klar. Hoffentlich hängt ihr nicht irgendwann mal halbtot überm Zaun und alle Leute gehen dran vorbei, weil sie gerade halt was Besseres zu tun haben, weißt du? Der Hund muss gerade kacken und so. Ist alles wichtiger, verstehe ich. Und obwohl die Karre kaputt ist, verletzt ist keiner. Das haben die sicher alle sofort mit ihrem Röntgenblick gesehen. Also alles safe. Aber um es klar zu sagen, vielleicht sind sie ja auch eine Sekunde, nachdem das Video hier abbricht, aufgestanden und losgelaufen. Kann ja alles sein. Hier, Tante Edith, ich habe nochmal nachgefragt und er hat es nochmal in seiner längeren Version nachgeschaut. Es ist niemand aufgestanden, das hat die alle überhaupt nicht gejuckt. Traurig. Ja, die Einsatzkräfte haben es nicht leicht. Und hier fährt jetzt gleich so ein Bulli trotzdem durch. Ich kann mir sogar vorstellen, der hat einfach nur nach dem ersten Blaulicht davon geguckt und gar nicht mehr nach uns. Oh, die Stelle kenne ich. Falsch einsortiert? Na, einfach schnell noch rüber. Hey. Echt Glück gehabt, dass er nicht in einen durch den Bus verdeckten Rückstau geballert ist. Klingt aber nicht gut. Ui, nasse Bremsen. Aber ein mega schönes Ding. Was ist das denn? Das könnte ein Ural oder so könnte das sein. Kommt der nicht? Alter, was ist denn hier los? Kommt der nicht aus Deutschland? Bei Twitch könnt ihr auf meinem Kanal FunVenftigTV rund um die Uhr die ganzen Videos gucken. Eure Videos und LKW-Videos läuft da immer abwechselnd rum, rund um die Uhr. Es sei denn, es ist mal wieder Gewitter, dann bricht das LTE-Netz zusammen. Wir haben halt immer noch kein Glasfaser hier. Aber was willst du machen? Immerhin, es läuft und läuft und läuft. Guckt doch mal rein bei twitch.tv, da findet ihr das, den Kanal FunVenftigTV. Viel Spaß!